herzlich willkommen zu einer Folge Ultimate Team. Zu einer neuen Folge Ultimate Team. Mit mir, dem Pierre, und das Team ist ziemlich stark. Und es wird kein leichtes Spiel sein. In Seasons war es schon eben nicht leicht für mich. Die Folgen werdet ihr noch sehen. Ich nehme jetzt gerade ein bisschen am Stück auf. Habe gerade 2 Folgen Seasons aufgenommen und jetzt will ich 2 Folgen Ultimate Team am Stück aufnehmen, um wieder einen Vorsprung zu kriegen. Deswegen. Kann es so sein, dass ich ein bisschen genervter bin als sonst direkt beim Spielen. Aber wenn man mehrere Spiele am Stück macht und es dann die Spiele anstrengend gewesen sind, dann ist es halt auch schwer. Ah, fuck. So. Wir haben natürlich Neuer im Kasten. Das sehen ja alle. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Carlos Tevez. Ist durch. Aber neuer Safety-Sache. So, jetzt machen wir die Sache auch. Ich sag's gerade. Will sie safe machen und dann mache ich das eigentlich voll schlecht. So. Da ist der Kopfball, aber leider nicht das Kopfballtor. Ah, shit. Wow, fuck, renn doch hin! Weißt du, Martin ist chillt, lässt sich auch nicht auswählen und chillt. Anstatt zum Ball hinzugehen, Alter. So. Wir haben Kostet die schnelle Pace-Hure. Und da kommt dann nur noch mal keiner Hanna hinterher. Kann man sagen, was man will. Fuck. Ja, der ist drinne. Fast. Um den Gewinn. Natürlich will ich gewinnen. Aber es ist gar nicht so einfach. Mal ganz im Ernst, Costa, wieso läufst du da raus? Oh, immer dieses Verhalten, dieses unkontrollierte Bewegen der Spieler, was du einfach nicht kontrollieren kannst, weil die einfach scheiß Movement haben in FIFA, ey. Das ist so schlimm. Und das zackt einfach so oft. Ja, und ich soll gefoult haben. Ist klar. Ich habe die schnellsten Flügelspieler, weißt du, und die nutzen mir einfach nichts. Ich mach zu wenig über die Flügel, Alter. Fällt mir einfach mal gerade so auf. So. Und der Pass war richtig schlecht. Das war noch schlechter. Fuck, durch die Beine vom Huhn. Linienrichter. Nope. Ich fühle mich hier heute sehr
Abwehr, also schadlos halten, auch von der Abwehr her. Aber es ist gar nicht so schwer, gar nicht so nicht schwer. Gar nicht so leicht. Das hinzukriegen. Vielleicht da sollte der Ball auch hin. Dieses behinderte Vorlegen des Balls, ey. Weil den hast du. Safe. Ja. Gib mir halt Gehfehler. Mach halt so einen Scheißpass. Den halt jeder halt direkt durchschaut, weißt du. Und das war jetzt nix. Hingehen. Ohne Spaß. Dass sie nicht hingehen zum Ball teilweise, Alter. Obwohl der Ball direkt an denen vorbeirollt. Hallo, ich will nicht, dass du hingehst. Wie ich's wusste und wieder nichts dagegen tun kann, ey. Sorry, aber es ist mir jetzt scheißegal. Mann. 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 Trotzdem auch, dass ich jetzt einen Spieler weniger habe, ey. Wenn wir dieses Stick bewegen, dann dreht er sich nach da um, legt den Ball 100 Meter vor und kommt durch. Dreht sich da recht, rollt den Ball 100 Meter nach vorne und kommt trotzdem durch. Dreh ich am Rad wegen sowas, ey. Könnte ich in die Luft springen, ey. Ups. Ich bin mega angepisst, das weiß ich nicht, ob ich angepisst bin. Bin halt mega angepisst. Und das hat auch einen guten Grund. Hätte ich das einfach vorgegeben, wäre ich rausgegangen. Das war eine Huren-Pussy, Mann. Ich muss irgendwas tun. Hab zwar keinen Verteidiger, aber... Pff, das
soll ich machen? Bin ein bisschen ratlos gerade. Sorry. Fick dich, ey. Jawohl. Wieder richtig gerade weggefickt. Sehr schön. Ja. Ja, Spiel verloren. Wie sie für den Gegner. Interessiert mich jetzt nicht, ob ich jetzt 2-3-0 verliere. Wenn uns nur so auf ein Lacktor hoffen oder so. Ecke. Dieses Spiel ist verloren. Sorry, Leute, aber ich habe keine Motivation mehr, das Spiel jetzt zu gewinnen, weil. Weil es halt auch wieder ein mega Lacktor gewesen ist. Nee, der Gegner. Dass er wieder auch nicht, auch mal wieder nicht ankommt, ey. Dass halt auch nicht ankommt. Dass auch nicht ankommt. Aber dass das vom Gegner wieder ankommt. Weißt du, ich gehe nicht mal hin und trotzdem feiert sich Schiri ab. Das ist einfach total sinnlos. Hergenommen. Hau in aber gleich einen Winkel rein. Machst du einfach sofort. Da fällt mir echt nur ein Wort ein. Lächerlich. Und uns kommt wieder kein Ball an. Ah, lächerlich. Und der Keeper hält den Ball. Er ist ein Neuer, gell? Der kleine Hurensohn. Ja, natürlich. Zu weit. Wirklich niemals. Na doch. Was denn jetzt schon wieder, Mann? Lass doch den scheiß Vorteil laufen.
Freistoß für den Gegner, klar. Ich habe ja auch gefoult. Alter, was dieses Spiel ist so unlogisch. Ja, das war's. Das ist wieder ein Foul. Das war's. Tschüss.